Wer schlechte Laune bekommen möchte, der schaut sich am besten den aktuellen Chart von LEG Immobilien an. In den letzten Tagen allein von 70 auf unter 60 Euro abgestürzt, an einem Tag 12% Minus, und das hängt vor allem mit der Streichung der Dividende zusammen. Wir haben ja im gestrigen Video auf die aktuellen Quartalzahlen und auch auf die enttäuschende Nachricht für Dividendeninvestoren bezüglich der Dividende geschaut. Im heutigen Video möchte ich mal auf meine Position eingehen im Depot von LEG und auf die Probleme der LEG und am Ende beleuchten, was sollte man jetzt tun, was habe ich hier getan und wie sollte man sich weiter verhalten. Kaufen, verkaufen, Aktie halten, am Ende gehe ich auch nochmal auf eure Kommentare ein unter dem gestrigen Video, also dranbleiben lohnt sich. Wie immer vorher der Risikohinweis, das Ganze hier ist natürlich keine Anlageberatung, jeder muss für sich eigene Anlageentscheidungen treffen, das kann ich nicht für euch machen, jeder muss natürlich für sich selber gucken, ob man Aktien kauft, verkauft oder hält. Da dienen die Videos der Inspiration, aber am Ende muss, wie gesagt, jeder für sich selber Entscheidungen treffen und sollte das nicht von diesen Videos abhängig machen. Kommen wir zum ersten Problem und das ist meiner Meinung nach die Kommunikation. Ich habe es gestern schon angesprochen und das ist für mich ein Punkt, den finde ich super ärgerlich, am Abend, bevor die Quartalzahlen, bevor die Jahreszahlen rausgebracht werden, dann zu verkünden, dass die Dividende gestrichen wird. Eine Nachricht, wie ich finde, die es auch schon Wochen vorher hätte geben können, aber dass man dann auf den Abend wartet, wo nicht mehr viele Leute an der Börse aktiv sind, um dann so eine Meldung kurz vor den Quartalszahlen rauszubringen, finde ich nicht gut. Man hätte das entweder zusammen mit den Quartalszahlen am nächsten Morgen herausbringen können oder schon weiter im Vorfeld. So hat man den Verdacht, man wollte den Aktienkurs möglichst lange unbeschadet lassen und hat dann erst quasi im letzten Moment, wo man es mitteilen musste, das Ganze mitgeteilt. Für mich ist das wirklich schlechte Unternehmenskommunikation und das finde ich schade. Denn der LEG-Vorstand hat in den letzten Jahren einen richtig guten Job gemacht. Doch diese Kommunikation vorgestern, die war wirklich, ja, eine wirklich unschöne Situation und der Kapitalmarkt hat das Ganze auch sofort abgestraft. Wir sehen auch hier nochmal den Kurs auf Jahressicht von über 110 Euro runter jetzt auf unter 60 Euro. Die Zeiten, die sind schwierig, aber diese Kommunikation hätte man sich sparen können. Da hätte man einiges an Unzufriedenheit, vor allem bei Dividendeninvestoren, vielleicht ja retten können. Kommen wir zum Verkaufsproblem und das ist ein doch drastischeres Problem, als wir anfangs angenommen haben. Gucken wir auf die Ziele für das Jahr 2022 und da sehen wir im Bereich der Immobilienverkäufe, ich habe es euch auch nochmal rot markiert, 5.000 bis zu 5.000 Einheiten wollte man 2022 verkaufen. Was ist jetzt dabei rumgekommen? Guckt man auf diese Zahlen, stellt man fest, 561 sind verkauft worden, im vierten Quartal gerade mal 156 Wohneinheiten, also hier das Ziel gerade mal zu etwas mehr als 10% erreicht und am Ende, und das wird für viele Dividendeninvestoren, die hoffen, dass es bald wieder eine Dividende gibt, interessant, denn die Verkäufe sollen ja ein Teil der Dividende werden, auch da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran, aber das ist zumindest die aktuelle Strategie und da muss man sagen, das läuft überhaupt nicht, also Wohnungen zu verkaufen, kriegt LEG aktuell so gut wie nicht hin. Das muss man hier einfach beachten. Der Markt ist quasi tot. Käufer und Verkäufer finden aktuell nicht zusammen. Man sieht das auch hier nochmal. Obwohl man angekündigt hat, dass man keine weiteren Ankäufe tätigt, keine neuen Neubauprojekte mehr angeht, werden es weiter noch mehr Wohnungen. Wie gesagt, man wollte im Jahr 2022 bis zu 5.000 Wohneinheiten verkaufen und stattdessen sind es sogar noch mehr geworden. Das ist ja natürlich dem geschuldet, dass man auch noch alte Ankaufdeals hatte, die dann erst im vierten Quartal zum Beispiel umgesetzt worden sind oder eben, dass Neubauprojekte fertig wurden. Aber man muss sagen, das Verkaufsziel ist krass gescheitert und wenn man hier auf Einnahmen aus ist, um die Dividende bezahlen zu können, dann wird das eine sehr, sehr haklige Angelegenheit im Jahr 2023. Bis jetzt ist keine Besserung in Sicht. Kommen wir zum nächsten Problem und das betrifft natürlich die komplette Immobilienbranche, das ist das Zinsproblem. Und hier sehen wir auch kein Ende und das muss jeder beachten, der nun in Immobilienaktien investiert, denn ja, zu Zeiten von Nullzinsen konnte man natürlich Immobilien mit 2, 3, 4% Rendite, Mietrendite
kaufen. Aber jetzt kehrt sich das Ganze um und wir sehen so langsam, bald müssen, ja, gelten höhere Zinssätze als Mietrenditen und da kommen wir in richtig große Schwierigkeiten bei allen Immobiliengesellschaften. Die Zeichen mehren sich für kräftig steigende Zinsen in Europa und das ist klar, die EZB wird wohl um 0,5% wieder die Zinsen erhöhen und wenn wir uns die aktuellen Daten mal angucken im Rahmen ja, Inflationsrate, dann stellen wir fest, viel tut sich da nicht. Wir waren zwar auf dem Hoch im Oktober im Euroraum bei 10,6, aber wenn wir das Ganze hier uns mal anschauen, dann werden wir oder stellen wir fest, bis zu den 2% wird es noch sehr, sehr lange dauern. Da werden wir dieses Jahr nicht hinkommen. Fraglich, ob wir es nächstes Jahr überhaupt schaffen. Das heißt, es wird noch viele weitere Zinserhöhungen geben und dann auch eine lange Ruhepause, bevor vielleicht irgendwann die Zinsen wieder sinken. Das Ganze wird richtig gefährlich für das ein oder andere Immobilienunternehmen, welches dann die Refinanzierungen nicht mehr vornehmen kann. In der Hinsicht muss ich sagen, ist es richtig, die Dividende zu streichen. Die Kommunikation hier fand ich aber wirklich nicht gut. Aber man muss sagen, das Zinsproblem wird noch richtig knackig und wird noch viel, viel schlimmer für Immobiliengesellschaften. Und da muss man sagen, von der Bilanz her ist Vonovia da im Moment am besten aufgestellt. Es wird wirklich spannend zu sehen sein, was die anderen Gesellschaften, Vonovia, Grand City, Aroundtown, Covivio und Co. in den nächsten Wochen dann vermelden, wie es hier weitergeht, zum Beispiel im Rahmen der Dividendenpolitik, wenn man sich hier mal die steigenden Zinsen weiter betrachtet. Worauf wir auch gestern eingegangen sind, das ist die Refinanzierung natürlich bei der LEG. Das ist soweit geregelt, bezieht sich aber natürlich auch auf die aktuellen Zinssätze. Und man muss sagen, wenn die Zinsen weiter steigen, wird weiterer Kapitalbedarf nötig sein. Und ob wirklich dann Investoren in den nächsten Jahren Dividende bekommen, das steht nach dem ja kommunikativen Desaster vorgestern vor einfach einem großen Fragezeichen. Das muss man sich ja einfach bewusst machen, ob es hier in den nächsten Jahren genauso wie bei THG Immobilien Dividende geben wird, das ist fraglich. Denn wir haben ein weiteres Problem und das sehen wir hier. Die Immobilienwerte, die sinken. 4% ist der Gesamtbestand gesunken im zweiten Halbjahr. Auf Jahressicht zwar noch ein kleines Plus von 1,9%, aber nach vielen Jahren, wo die Immobilienwerte schön gestiegen sind, jetzt gehen sie nach unten und am Ende bedeutet das natürlich, dass den Schulden immer geringere Werte gegenüberstehen. Und das muss man einfach hier beachten. Wie gesagt, 4% ist schon knackig für ein halbes Jahr. Und wenn es hier die nächsten Halbjahre so weitergeht, dass die Immobilienwerte weiter sinken, gleichzeitig hat man aber auch kein Geld, um neue Immobilien zu kaufen, dann ist man hier in einer wirklich blöden Situation. Das muss jeder für sich selber bewerten. Der eine oder andere sieht es als Chance, der eine oder andere als Risiko. Das ist auch vollkommen okay, aber dem muss sich jeder bewusst sein. Kommen wir zur Dividende für das Jahr 2023 und hier, wie gesagt, nochmal der Hinweis, eigentlich sollte es über 4 Euro Dividende für das Jahr 2022 geben. Die ganze Zeit wurde das kommuniziert, die ganze Zeit hat man das in allen Pressemitteilungen und Quartalsberichten so kommuniziert. Und dann wenige Stunden vor Vorlage der Jahreszahlen wird der ganze Plan umgeschmissen und statt über 4 Euro gibt es gar nichts. Ich möchte damit sagen, ob es wirklich, obwohl man eine Dividende für das Jahr 23 plant, so kommen wird, das ist nach diesem ja, Manöver jetzt wirklich unsicher. Zuverlässige Aussagen vom Management kann man hier wohl im nächsten Jahr nicht erwarten. Wenn wir uns die Guidance für 23 anschauen, dann stellen wir fest, zwischen 110 und 125 Millionen war eigentlich geplant. Der AFFO, der soll ja ab jetzt komplett ausgeschüttet werden. Deutlich weniger als der FFO 1, aber das ist eben der neue Maßstab. Und zusätzlich hat man das jetzt aktualisiert auf 125 bis 140 Millionen. Es wird also etwas mehr. Ich habe da mal einen Mittelwert rausgenommen. Ich habe jetzt gesagt, der AFFO wird zwischen 120 und 140 Millionen sein. Und zusätzlich soll es dann eben noch eine Komponente geben, dass ja generell Immobilien, die verkauft werden, mit zur Dividende beitragen. Wie gut das aktuell läuft, haben wir ja schon gesehen. Rechnen wir uns das Ganze also einmal aus. Wir haben 120 bis 140 Millionen AFFO für das Jahr 23. Insgesamt gibt es 27.839.625 ausstehende Aktien. Das bedeutet, wir werden eine Dividende für das Jahr 2023 zwischen 1,65 Euro und 1,92 Euro bekommen. Zusätzlich wird es ein paar Cent durch Erlöse aus Immobilienverkäufen geben. Das ist der aktuelle Plan. Aber wie gesagt, ich
sehe das aktuell 50-50, sehe da eine 50-50 Chance, dass das so wirklich kommen wird. Denn wenn die Zinsen weiter steigen, wird man sich vielleicht wieder dazu entscheiden, zur Stärkung der Bilanz das Geld einzubehalten. Was, wie gesagt, nicht der richtige oder falsche Weg sein muss. Das muss jeder für sich bewerten. Aber für jemanden mit Fokus Dividenden, da muss man wirklich ein Fragezeichen dran machen, wie zuverlässig hier die Aussagen sind und ob es da nicht Aktien mit 3-5% Dividendenrendite gibt, wo man sein Geld vielleicht hätte besser anlegen können oder wo man eben jetzt sein Geld besser anlegen kann. Das ist eine Entscheidung, die kann ich euch nicht abnehmen. Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich selber treffen. Wer sagt, die nächsten 10 Jahre sind mir total egal, ich investiere ja einen festen Betrag, guck nicht mehr rein und lasse das Geld liegen, ist okay, kann man machen, aber wie bei THG auch schon gesagt, es ist erstmal totes Kapital. Und ich glaube nicht, dass viele Immobilienunternehmen dann im nächsten Jahr ganz aus dem Nichts wieder ihre Dividendenpolitik aufnehmen, wie früher schon gar nicht, aber selbst auf geringerem Niveau wird das nicht jeder schaffen können. Man muss also da einfach sich darauf einstellen, dass das Geld im Zweifelsfall für viele Jahre tot und unverzinst ohne Dividende rumliegt. Mein Fazit, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Position im Depot von meiner Frau und mir verkauft, die LEG-Aktie, und zwar noch zu einem richtig guten Zeitpunkt. 22% Verlust musste ich leider verbuchen, allerdings ist das der Wert ohne Dividende. Da wir schon lange hier investiert sind, haben wir hier ja eine ordentliche dreistellige Zahl an Dividenden steuerfrei bekommen. Das Ganze musste jetzt mit dem Verkauf versteuert werden. Aber dementsprechend ist der Verlust deutlich geringer als diese 22%. Und ich habe verkauft, kurz nachdem die Meldung rauskam, zu noch über 66 Euro. Das heißt, ich habe hier noch am Mittwochabend verkaufen können. Donnerstag ist ja dann morgens die Aktie sofort abgeschmiert. Das heißt, hier noch zum richtigen Zeitpunkt meiner Meinung nach gehandelt. Aber ich weiß auch, dass viele von euch das anders sehen und jetzt eher Kaufchancen sehen. Das ist auch vollkommen okay. Deswegen möchte ich gleich hier auch nochmal darauf eingehen auf eure Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und da kann man, wie gesagt, man kann A sehen oder man kann B sehen. Es gibt zwei Seiten der Medaille und wer geduldig ist, wer nicht auf Dividende aus ist, der kann meiner Meinung nach hier eine erste Position aufbauen oder weiter investieren per Sparplan, aber es ist eben trotzdem eine schwierige Zeit und für Dividendeninvestoren ein sehr, sehr unsicherer Wert geworden. Was tue ich jetzt? Ich gucke weiter auf die Kennzahlen und auf das Management. Vor allem auf das Management, warum, wisst ihr ja jetzt. Werden Versprechen für 2023 wirklich eingehalten oder gibt es hier kurz vorher wieder eine Rolle rückwärts? Ich gucke natürlich auch weiter auf die Zinssituation und auf die Verkäufe. Die sollen ja einen Teil der Dividende ausmachen, aber wenn es hier so weiterläuft wie aktuell, dann wird da nicht viel bei rumkommen. Außerdem finde ich die Taktik nicht gut, den Immobilienbestand zu verringern, nur um Dividende zahlen zu können oder einen Teil der Dividende zahlen zu können. Da wäre es mir lieber, den Immobilienbestand so hoch wie möglich zu halten. Natürlich gucke ich auch auf die Zukunft der Dividende und auf die Kommunikation. Ja, bleibt ein spannendes Unternehmen, ein trotzdem gut aufgestelltes Unternehmen, aber mit eklatanten Mängeln meiner Meinung nach aktuell bei der Kommunikation und bei der Zuverlässigkeit. Gucken wir mal auf einige Kommentare von euch. Danke für das Update. Ist zwar jetzt erstmal richtig ätzend, aber fundamental scheint es ja ganz gut zu laufen. Da mein Fokus nicht unbedingt auf Dividenden ausgerichtet ist und ich einen gewissen Anteil an Immobilienaktien im Depot haben möchte, sehe ich keinen Grund, ausgerechnet jetzt zu verkaufen. Das wäre dumm in meinen Augen. Betriebswirtschaftlich ist es sinnvoll, die Dividende einzubehalten, um Zinskosten zu sparen und die Ratings stabil zu halten. Das kann ich erstmal unterschreiben. Ja, es ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Da habe ich auch gar nichts gegen, aber wie gesagt, mich stört hier einfach, dass es keine ehrliche Kommunikation rechtzeitig gibt, sondern dass man bis quasi zur letzten Minute wartet, um diese Meldung dann rüberzubringen. Und rein betriebswirtschaftlich gesehen ist das natürlich so. Die Bilanz zu stärken ist hier gut, aber die Immobilienaktien waren eben zuverlässige Dividendenzahler in der Vergangenheit und das wird jetzt wohl auf viele Jahre nicht mehr so sein. Das heißt, klar, wer nicht auf Dividenden aus ist, sondern in Immobilien investieren möchte, der kann das machen. Aber man muss, wie gesagt, beachten, die Immobilienwerte werden wohl erstmal weiter sinken und das wird mit steigenden Zinsen weiterhin auf die Kurse drücken. Das muss man sich einfach bewusst sein, aber wenn man einen sehr, sehr langen Anlagehorizont hat und nicht auf die Dividende angewiesen ist, dann stimme ich hier definitiv zu.
Dann geht es hier um das Thema Investor Relations, Unternehmenskommunikation, das, was ich hier eben auch so kritisiere. Und dazu schreibt ein Abonnent oder ein User, so eine Kommunikation schadet dem Unternehmen und der Aktienkultur generell, gerade wenn man nur jährlich und nicht vierteljährlich Dividende zahlt, sollte diese auch einen hohen Stellenwert haben. Also eine glatte 6 setzen. Ja, ob man jetzt hier eine vierteljährige Dividendenzahlung machen sollte, das sehe ich auch eher kritisch bei deutschen Werten, weil es zu erheblichen Kosten führt. Aber wie gesagt, und das unterschreibe ich zu 100%, die Kommunikation, die hat hier dem Unternehmen geschadet. Und das sehen wir einfach auch an der Reaktion an der Börse, dass mal eben eine in Anführungszeichen stabile Immobilienaktie mit Werten dahinter um 12% nach unten rauscht und damit einen unglaublich hohen Börsenwert vernichtet oder zumindest für den Tag vernichtet hat. Das ist doch einzigartig oder sehr, sehr selten zu finden. Und da muss man einfach sagen, da hat die Kommunikation versagt. Noch ein paar Wochen warten, bis der neue Boden gefunden wurde und die EZB ihre Zinsen erneut angehoben hat und dann aufstocken. Guter Zeitpunkt zum Nachkaufen. Auch hier gilt das Gleiche. Die EZB wird nicht nur einmal noch ihre Zinsen erhöhen, sondern ich glaube, viele können sich noch gar nicht vorstellen, was eine Zinswelt von 4, 4,5, 5, 5,5, 6% für Immobilienwerte bedeutet. Wir können nur hoffen, dass die Inflation eher runterkommt und sich das so nicht abzeichnen wird. Aber wenn sich das so wirklich abzeichnet, wird, dann werden hier auch große Player richtig, richtig ins Straucheln geraten und keiner weiß, ob dann Kapitalmaßnahmen kommen müssen, wie eine Kapitalerhöhung zu sehr niedrigen Werten an der Börse und dann wird man hier auf einem sehr niedrigen Niveau noch verwässert. THG hat es ja gemacht, kurz bevor hier die Dividende gestrichen wurde. Also da wäre ich mir nicht ganz so sicher, aber wie gesagt, von der Theorie her, wer langfristig investieren möchte ohne Dividendenanspruch, der kann das sicherlich machen, aber da muss man eben vorsichtig sein. Nicht nur LEG, Roundtown ist auch abgestürzt, das ist Marktmanipulation. Da muss ich dazu sagen, das sehe ich nicht so, habe ich auch hier drunter geschrieben, denn der Nutzer schreibt hier, dass dann die Unternehmen eben günstig eigene Aktien zurückkaufen können. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Vonovia, LEG und THG Immobilien bei weitem keine eigenen Aktien zurückkaufen werden. Dafür ist gar kein Spielraum und dieses Finanzinstrument ist bei den deutschen Immobilienaktien im Wohnbereich nicht verbreitet und generell ist es eine Sache, wo ich glaube, das wird nicht kommen und Marktmanipulation ist das nicht, sondern eben einfach eine schlechte Kommunikation und jetzt ist natürlich die Sorge da, dass diese Art der Kommunikation kurz vor Jahreszahlen auch bei den anderen Immobilienaktien zur Regel wird. Heute habe ich nachgekauft, die Mieten steigen weiter, LEG hat gute Zahlen geliefert. Ja, das stimmt, LEG hat gute Zahlen geliefert für das vergangene Jahr. Allerdings gab es im vergangenen Jahr auch kaum Refinanzierungen, so wie in diesem Jahr. Das Ganze wird erst noch das Zahlenwerk ab dem kommenden Jahr deutlich in nicht Schieflage bringen, aber in deutlich ja eine schlechtere Bilanz verwandeln. Generell, ja, die Mieten steigen weiter, aber wie gesagt, man muss dazu einfach immer wieder sagen, wenn die Zinsen für das Fremdkapital, und das ist ja doch deutlich höher bei Immobilienaktien, dann höher sind als die eigentliche Mietrendite, dann gibt es hier einfach große Probleme. Und wie gesagt, wenn wir beim Bereich 5-6% Zinsen sind, dann zahlt man einfach mehr für Zinsen, als man hier eine Mietrendite hat. Das ist einfach dann ein sehr, sehr unschöner Punkt. Dann noch ein Kommentar. Danke für das Update. Ich war bis gestern kein Investor und bin es jetzt. Die Dividende ist nur ein Aspekt. Langfristig ist LEG ein solides Immobilienunternehmen, welches meiner Meinung nach aufgrund von äußeren Faktoren relativ günstig zu haben ist. Wie war noch bei der Spruch von Buffett? Verkaufen, wenn alle gierig sind und kaufen, wenn alle ängstlich sind. Ja, das teile ich für, wie gesagt, für Unternehmen, die eigentlich gar nicht in der Schieflage sind. Aber man muss ja einfach sagen, der Börsenkurs ist begründet niedrig und er kann noch deutlich weiter fallen, wenn eben Situationen wie an den Zinsmärkten oder Immobilienwerte gehen nach unten eintreffen. Das dazu. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Macht es gut, habt ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Dann gibt es weitere Immobilienquartalszahlen hier auf eurem Börsenbrudi-Kanal.